ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder Horse Riding Tales und ich sehe gerade da unten ist ein Pferd. Ey, nein, warte, was? Hallo? Ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit hier am Pferdefang, weil ich momentan da mein Glück versuche, dieses Sandpferd da zu bekommen. Dann muss man, glaube ich, 190 Pferde besitzen. Das glaube ich zumindest. Und 1000 Pferde zähmen. Und das versuche ich halt momentan die ganze Zeit. Ich bin jetzt, glaube ich, also die 190 Pferde habe ich jetzt schon. Und ich habe bis jetzt um die 250 Pferde gezähmt. Also da muss noch ein Stückchen Arbeit dran. Aber irgendwann mal sollte ich das, glaube ich, hinkriegen. Ich hoffe noch dieses Jahr. Sonst wäre das etwas traurig, weil ich keine Ahnung habe, was sonst passiert. Oh, bei denen ist immer kritisch. Oh, er ist freundlich zu uns. Das lieben wir immer. Ihr habt im Titel bereits gelesen, was ich in diesem Video vorhabe. Und zwar, ich weiß, die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich, Lili, warum machst du das? Das nützt doch eh nichts. Das ist eine komplette Verschwendung von deinen Black Pearls. Und zwar, seit dem letzten Video, wo ich halt eine Petbox aufgemacht habe, gibt es ja dieses neue Update, ne? Dass man hier, oh warte, ich habe ja eine Quest gemacht. Dass man halt diese Prozentchancen von, danke, von diesen Pets halt weggemacht hat. Also hier, bei der mystischen Petbox hat man ja jetzt 20% Chance auf ein seltenes und 5% auf ein erwachsenes. Aber davor waren halt keine 20% auf seltenes oder so, sondern nur episch und Fantasy. Und letztes Mal habe ich, glaube ich, aufgemacht und ein seltenes bekommen, weil wir richtig Pech hatten. Und einmal habe ich ein erwachsenes bekommen. Aber ja, das ist ja wirklich so. Man hat mir dann auch gesagt, ja, ich sollte lieber warten, bis hier diese Angebote sind. Jetzt hier zum Beispiel ist da dieser Fantasy-Bär ein Angebot und dann sollte ich dort einfach diese Pets holen. Aber ich nehme vor allem diese Petboxen auf, nicht weil ich dieses Pet will, weil ihr seht, ich laufe nie mit Pets rum. Ne, ich weiß auch nicht, ich mag die nicht so, wenn sie mir hinterherlaufen. Ich weiß das auch nicht, warum. Sondern ich mache einfach das auch Spaß auf, weil ich es mag, diese Spannung, wenn man so Boxen aufmacht. Nur deswegen hole ich mir solche Dinger. Und darum ist es mir jetzt nicht so schade, wenn ich jetzt so ein seltenes wieder rausbekomme. Aber es wäre natürlich cool, ein Fantasy oder ein Erwachsenes zu bekommen. Also, ja, ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach aus. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich bin etwas nervös, weil, ja, vielleicht kriegen wir auch einfach am Ende nur so ein schlechtes. Ne? Das kann auch sein. Wir machen es jetzt einfach, okay? Probieren wir es aus. Es kann nichts Schlimmes passieren, also von dem her probieren wir es einfach jetzt aus. Go. Oh mein Gott. Bitte war das jetzt kein Fehler. Was ist pink? Oh mein Gott, was ist das? Ist das gerade wirklich passiert? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Wir haben einfach, ey, nein, oder? Oh mein Gott, wir haben dieses, wie heißt das überhaupt? Warte, wenn ich jetzt auf Details gehe, muss ich dir meinen Namen geben. Oh mein Gott, wir haben ein Fantasy bekommen. Ach du Scheibe, okay, pink ist Fantasy, das wusste ich nicht. Oh mein Gott, hier, warte mal, wir können hier gucken, wie das Pet heißt. Ey, ich habe nicht viele Fantasies und jetzt habe ich endlich einen neuen. Ja, danke, ich sehe so viel, ne? Was ist das jetzt für ein Viech? Okay, das ist anscheinend ein Night Glow. Mein Gott, ey. Ich hätte jetzt niemals erwartet, dass wir einfach so ein Fantasy-Pet bekommen. Okay, also das hat sich jetzt gelohnt. Ja, wir hatten jetzt Glück. Wir hatten Glück. Wir haben 45... Oder wie viel Prozent haben wir bekommen jetzt, damit wir den hatten? Ich weiß es nicht mehr, aber oh mein Gott. Es ist zwar kein Erwachsener, aber es ist ein Fantasy. Ein neuer. Er ist pink. Oh Gott, ey, das habe ich null erwartet. Schreibt liebend gerne jetzt Namensvorschläge in die Kommentare, damit wir unser neues Pet hier nennen können. Und ja, oh mein Gott, der hat so Kugeln über sich, ne? Das wusste ich gar nicht. Ey, schon cool, wirklich. Das ist echt cool. Ich sag jetzt, ich werde den jetzt für bis zu Ende der Folge bei mir haben, weil ich Ehre habe, okay? Sonst mache ich das nie, aber der wird jetzt bei uns bleiben bis zum Ende der Folge. Ja, bitte, das muss jetzt so sein. Grüße gehen raus an Chloe und Dream Twins. Fühlt euch ganz herzlich gedrückt von mir. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück grüße ich euch auch. Das ist auch immer so ein Zufall, wen ich nehme, weil ja, ich habe immer viele, die gegrüßt werden wollen. Darum kann ich leider nichts versprechen.
Also, wir versuchen jetzt was. Ihr seht schon hier, ich habe fast gar keine CP, ja. Ich werde auf jeden Fall das Minimum schaffen, aber ich habe diese Woche einfach nur Pech, wirklich. Mein bestes Pferd im Silver Multi ist jetzt zum Beispiel Sunrise mit nur 14 Speed und alle anderen haben irgendwie immer 17 bis 20 Speed. Und da bin ich immer mindestens Dritte oder noch weiter und ich habe fast gar keine Chance, irgendwie da zu punkten. Und das Blöde ist, als Pets doppelt war, hatte ich nicht genug Zeit, um da Punkte zu machen. Weil bei Pets, wenn es doppelt ist, da kann ich auch viele Punkte machen. Und genau da war es so, dass ich einfach keine Zeit hatte. Das regt mich so auf. Und ja, darum muss ich diese Woche leider mich geschlagen geben mit ein paar wenigen Punkten. Ich hoffe, das erträgt Batschi. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Es dauert halt auch echt irgendwie jetzt in letzter Zeit richtig lange, in ein Multi zu kommen. Immer über eine Minute. Ja, danke, wenn man über den Teufel redet. Oh verdammt, jetzt habe ich was vergessen. Ihr wisst doch, dass ich, wenn ich so aufnehme, dann ist da irgendwie immer der Sound richtig laut beim Rennen. Oh Scheibe, jetzt wird das wahrscheinlich wieder so sein. Ja, super, ich bin so schlau. Ich wollte eigentlich da den Sound wegmachen, ne? Damit man das nicht so hört. Aber ich, Dove, hab's jetzt vergessen. Ich werde versuchen, nicht so viel zu reden, okay? Und auch laut, damit man mich hört. Oh Gott. Oh, das könnte unsere Chance sein, vielleicht Erste zu werden, oder? Oh mein. Nein, geh weg, bitte, bitte, come on. Ey, nein, die wird uns safe so. Nein! Ja. Immer, immer. Wenn ich die Chance habe, vermassle ich immer irgendwas, dass ich irgendwo gegenreite oder es verpasse. Und dann werde ich nie erst. Es ist immer bei mir. Das könnte so aufregend, so unglaublich. Ja, wir hätten, glaube ich, wirklich eine Chance, Erste gewesen zu sein. Aber ich bin einfach schlecht und lassen wir's. Zu guter Letzt bin ich hier noch in Danger Maze gerade reingejoint, denn ich bin richtig froh, denn seit Donnerstag verstehe ich endlich, wie das hier geht. Also ja, ich habe es die ganze Zeit, ich habe nicht verstanden, wie es geht, weil mir wurde die ganze Zeit gesagt, ich muss mindestens diese 500 Punkte haben, damit ich das hier auch spielen kann. Und dann bin ich immer bei Easy gewesen mit Sarah Sommers. Grüße gehen raus an dich. Sie hat mir versucht, das irgendwie beizubringen. Und ich habe es irgendwie auch irgendwie nie hinbekommen, auf diese 500 zu kommen. Dann irgendwann mal hatte ich sie. Und dann habe ich es halt wirklich gecheckt, wie ich hier spielen muss. Wirklich. Also, das hat ein bisschen lange gedauert. Und jetzt kann ich auch endlich meine Chests hier leveln, wenn Danger Maze doppelt ist. Meine Chest ist momentan Level 7. Und ich versuche jetzt noch bis Sonntag sie auf Level 8 zu bringen. Vielleicht haben wir dann irgendwie Glück und kriegen das Pferd. Wenn nicht, dann nicht. Und ja. Ich habe ja noch 2 Tage dafür. Ich bin etwas spät, wie gesagt. Ich kann es erst seit Donnerstag, ne? Also darum, ich kann erst, also nur 4 Tage hier jetzt diese Woche das leveln. So. Okay. Ich bin jetzt auch langsam echt gut in Übung, weil ich in den letzten 3 Tagen hier richtig geschuftet habe, mir alles beigebracht habe und, und. Das ist natürlich super, ne? Ich habe jetzt auch. Warte mal, ich habe jetzt fast 39 und so eine Eule. Da gibt es ja solche Pets, die man dafür kaufen kann. Da gibt es halt so eine Eule. Ich wollte schon immer da diese Eule halt holen. Aber ich bin halt auch am Überlegen, ob ich zuerst auf diesen Drachen sparen soll. Der ist ja 75.000, glaube ich. Ob ich halt zuerst auf den spare und danach auf eine Eule. Da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher. Weil ich könnte mir fast schon eine Eule leisten. Also nach dieser Runde wahrscheinlich. Oder die kosten doch 40. Ey. Lass mich doch rauf diesen Zaun. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin super. So, müssen wir gucken, dass man hier nicht von Stein erwischt wird, weil sonst ist das Ganze etwas tragisch. Okay, hier links drücken, nicht vergessen. Dann kriegt man ein Herz. Das gibt auch noch mal 10 Punkte, glaube ich. Wenn ich nicht gerade komplett was Dummes erzählt habe. Ich glaube aber schon. Ja. Das haben wir auch schon fast eigentlich geschafft. Also es geht echt extrem schnell, dieses Danger Maze. Es ist echt traurig, dass ich erst vor kurzem gecheckt habe, wie man es hier spielt. Sonst hätte ich natürlich echt viele Belohnungen wahrscheinlich ergattern können. Aber die Lilly ist ja so unfähig und schafft das nie. Also, was ich auch nicht verstehe, ist, dass wenn ich hier doch reinjoine, dann sollte das Pet doch mitkommen, oder nicht? Weil ich habe diese Mieze, die wir ja bekommen haben, vorhin, habe ich mitgenommen. Aber die ist irgendwie nicht hier. Also, wo ich reingejoint bin, war sie nicht da.
Magst du mich nicht oder ist das normal? Weil ich habe vorhin bei anderen auch Pets gesehen und das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, sie mag mich einfach nicht, hätten wir. Ich weiß jetzt auch nicht, aber ich kann es einfach hoffen. Ich habe ja jetzt schon wieder ausprobiert, so ein Format zu machen. Also jetzt wieder ein neues Format. Ich hoffe, es funktioniert, dass es halt automatisch wieder rangezoomt wird ans Handy. Das ist jetzt nochmal eine neue Sache, die ich ausprobiert habe und ich hoffe, es funktioniert. Das sehe ich ja dann, wenn ich es hochlade. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich wieder aufs Alte wechseln, weil ja, ich muss ja irgendwie aufnehmen. Ein Goldstar und ja. Und dann haben wir es auch schon erledigt. Und dann sind wir gleich auf 40k. Oh mein Gott, geh mal rauf. Hier, das meine ich. Guck, da sind Pets. Hier sind Pets. Ich verstehe nicht, wie man hier diese Pets reinbekommt, ey. Bei mir ist er nicht mitgekommen oder brauche ich hier mehrere? Das ist voll unfair. So, wir sind jetzt auch ans Ende von Danger Maze und somit auch am Ende vom Video angekommen. Danke, dass ihr zugesehen habt, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!